Willkommen zurück bei Subnautica. Wir bauen immer noch weiter. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Tiefenmodule da so ein bisschen aufrüsten. Ja, Moment. Dieses, wie heißt es? Genau das. Magnetit heißt es. Magnetit. Oh, da braucht man dann 3 Rubine und ich habe nur 1. Ich noch so einen Plastall machen? Sehe ich es gerade nicht. Ein Rubin, ey. Boah, 500 Meter jetzt schon. Krass. Moment. Das war jetzt etwas komisch, weil man kaum was gesehen hat. Ist das die Plattform? Da. Okay. So, mobile Fahrzeugstation. Fahrzeuge. Zyklop. 3x Plastall, emailliertes Glas, Schmierstoff, erweiterter Kabelsatz und Blei. Das könnte... Ah, ich glaube, ich habe jetzt wieder zu wenig Glas. Mist. Kann ich noch Glas machen? Ja. Mit das Glas. Quadrat. Genau. Dafür brauche ich Gold. Endlich können wir jetzt mal ein bisschen was vom Gold verbraten. Ja, was mache ich denn? Dahin. Da.
So. Ach so, Silbererz. Moment. Ich schaue jetzt lieber nur noch mal nach, ob ich für den Zyklop den normalen oder den erweiterten Kabelsitz brauche. Erweiterte. Ja, Glas fehlt mir noch. Mist. Schmeiß das jetzt einfach da rein. So. So, was brauche ich denn jetzt noch alles? Ich habe ja wirklich schon fast alles zusammen. Da sind ja bald die ganzen Sachen leer. Eins, zwei, drei. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber wir haben jetzt Platz. Ah ne, ich habe ja schon alles mitgenommen daraus. Ach Mist, da war auch noch Lithium drin. Egal. So, Diamanten. Salz, 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 Blei. Ich will jetzt mal das ganze Salz hier ablegen, das ist ja blöd. Wo haben wir den Platz? Nirgends. Na, hier ist am meisten Platz. Dann tun wir das Kreaturenei hier rein. Titansalz. Das tun wir da mal rein komplett. Wow.
Wie ich es immer wieder schaffe, mich mit meinem eigenen Schiff selber zu überfahren. Oh, nee, den Zyklop habe ich jetzt schon soweit zusammen. Das ist ja noch mehr Quarz und Schrott. Ja, doch, ein bisschen Platz habe ich noch. Oh, das ist schon alles abfinden, okay. Oh, da waren auch noch lauter Teile für den Zyklopen. Oder? Ja, Zyklop. Geht's aber ganz schön voran. Ach Mensch. Ja, das war eins zu viel. Müsste ich, glaube ich, alles haben. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das soll ja ein großes... wie haben die es genannt? Ein großes Tauchboot für industrielle Anwendung. Oh. Steuerung durch eine Drei... Be advised, the Cyclops is designed to be operated by a three-person crew. Only experienced Helms people should attempt to pilot this vehicle solo. Wow.
Alter, das ist ein riesiges Schiff. Geht's denn hier rein? Vorne? Da. Welcome aboard, Captain. All systems online. Oh ja. Was? Es sind so viele Energiezellen. Was? Was? Wow. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Kein Fahrzeug. Wie? Kein Fahrzeug angedockt. Nee. Das Ding hat ein Fahrzeugdock. Krass. Wow. Engine powering up. Wow. Was? Wow. A head slow. A head flanked. Emergency speed. Krass. Engine powering down. Okay. Wo geht's hier hin? Ach, das wird das. Hier bin ich reingekommen, okay. Warum rennt der denn so? Hat er es eilig? Ach! Da kann ich Täuschkörper reintun. Feuerlöscher, wenn mal was passiert. Erweiterungsmodule. Oh ja. Einfach wow. Was haben wir hier? Innenbeleuchtung an und aus. Oh ja, um ein bisschen Strom zu sparen. Seek fluid intake. Ja. Wow. Einfach wow. Krass. Ja, wo ist denn unsere Basis? Ach, dahinter, ja. Ich hab mal die Basis hinterm Boot verloren. Das ist ja mal ein krasses Boot. Schiff, Boot, alles. Hätte ich nicht noch hier irgendein Erweiterungsmodul dafür? Maschineneffizienzmodul. Finde ich gut. Ich esse noch ein paar von den Kartoffeln, die bringen ja auch ein bisschen was zu trinken. Vital signs stabilizing. Wahnsinn. So, wo sind jetzt? What? Was zur Hölle? Nee. Was ist das?
Ach so, das sind die Module, die ich tauschen kann. Ja, krass. Kann ich auch von hier oben aus? Nö, kann ich von hier aus nicht reparieren. So, dann würde ich mal sagen... Maschineneffizienz 300%. Wow. Einfach wow. Ich glaube, ich habe hier drin mehr Frachtraum. Na okay, das sind nur kleine Spinnen. 1, 2, 3, 4, 5. Kann man hier auch noch mehr hinbauen? Ich jetzt sag, ich möchte da noch ein Wand. Natürlich kann man da noch überall Wandspinde hinmachen. Krass. Also ich bin ja restlos begeistert von dem Schiff hier. Wahnsinn. Okay. Dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Subnautica. Dann werden wir mal schauen, wie tief wir tauchen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.